Oh, mit meinen Raketen werde ich dir deinen Anus sowas von weit aufreißen. Das hast du noch nicht erlebt, du Spinner. Danach können wir bei dir eine Ghetto-Party feiern. Ja, hallo, liebe Freunde. Da sind wir wieder bei Batman Arkham Knight. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und ja, wir sollen jetzt, die Arbeiter hier retten, um irgendwie Informationen zu Scarecrow zu bekommen. Oracle, wer immer der Kerl ist, er hat eine Armee geschaffen. Ich brauche einen Namen. Na gut, wir haben hier was von einem in Venezuela operierenden Geheimkommando. Sie haben eine versteckte Trainingseinrichtung entdeckt, einheitliche Insignien bei allen Soldaten. Nichts als Spekulationen über den Kommandanten. Nur über den Namen sind sich die Quellen einig. Der Arkham Knight. Der Arkham Knight. Hack dich in deren Funk. Ich muss wissen, was sie plant. Sonst noch was? Auf dem Gelände von Ace Chemicals sind noch ein paar Arbeiter. Sie könnten uns helfen, Scarecrow und seine Bombe aufzuspüren. Ich muss sie finden. Jeder Arbeiter sollte einen ID-Chip tragen. Wenn ich die Personalaufzeichnungen anzapfe, kann ich sie aufspüren. Da ist ein Terminal in einer Nische ganz in deiner Nähe. Versuch's dort. Okay. Detektivmodus, jetzt geht's wieder los. Da sind 5 Soldaten. Jeder bewaffnet und gefährlich. Bevor ich zu diesem Terminal kann, muss ich sie ausschalten. Zugehört! Scarecrow zufolge ist die Reaktion fast abgeschlossen. Die Evakuierung der Anlage beginnt in T-30 Minuten. Okay, Lüftungsschacht. Vertikaler Durchgang, der genutzt werden kann, um schnell von einem Ort zu einem anderen zu gelangen. Ich denke, so können wir die am lautlosesten ausschalten. Wir bleiben mal in der Detektivsicht, dann sehe ich das. Es hat also begonnen. Sieht ganz so aus. Den Teil liebe ich am meisten. Leute einfach überrumpeln. Helis kommen vom Horizont angedüst und jagen das Ziel in die Luft. Geil. Wieso bist du dann nicht in einem der Helis? Hab letztens was Schlechtes gegessen. Bäm, Junge. Fühl mich nicht allzu gut. Achtung! Oh, 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 oh. Hier ist der Typ, komm schon! Scheiße, Mann. Das ist doch schon wieder behindert. Jawohl. Ich kann auf das Terminal zugreifen. Okay, das war jetzt nicht unbedingt geräuschlos. aber effektiv. Das muss man mir jetzt ja mal lassen. Gitter betreten. Linke Steuerungstaste, die habe ich wie verrückt gedrückt. Hä? So Leute, wir probieren das mal aus, wenn ich das nächste Mal nämlich... Ach! Ja, natürlich, linke Steuerungstaste und das Mausrad. Ja, das Mausrad, das drücke ich ja auch so oft, ne? Gut, ich gehe jetzt erstmal zu dem super tollen grünen Zeug hin und benutze das Terminal. Sehen wir mal, ob Oracle recht hatte. Datenverbindung aktiv, Datenentschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Und du? Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem Bat-Scanner finden. Okay, ich habe das höchste Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter. Hm? Runterfallen. Mädel, ich kann fliegen. Oh, da oben so hin. So, dann gucken wir uns das doch mal an, nicht wahr? Zip! Und hoch. Ja gut, da hätte ich auch die Treppe nehmen können. Wäre zu einfach gewesen. Perfekt. Ich kann den Bat-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Ich konnte etwas vom Funkverkehr zwischen Scarecrow und diesem Arkham Knight abhören.
leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Warum hast du ihn so sehr? Das solltest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz bevor. Das wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Ah, so, da muss man erstmal hinterkommen. Leertaste jetzt. Oh, die Typen überall sind. Einen noch, ne? Na, wo steckst du denn? Mäuschen, mach einmal Pieps. Anscheinend ein stiller Kumpel. Wo ist er denn? Hallo? Da. Was denn? Nee. Da jetzt. Alter. Zu wenig. Ah, hier irgendwo. Da. Oh, da sind sie alle. Hat funktioniert. Innerhalb der Anlage werden 5 ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Aha. Und ich soll jetzt darunter. Oh, zu den Panzern sollte ich nicht unbedingt hin. Okay, wir bewegen uns 183 Meter in die Tiefe. Jetzt muss ich halt zusehen, wie ich da irgendwie reinkomme. Nehme ich mal an. Da wäre jetzt auch was, aber ich nehme erstmal die hier. Der eine ist nämlich so nah dran. Ich lasse mich jetzt hier einfach mal runter. Wenn das denn mal so einfach geht. Okay, komme ich jetzt hier irgendwie durch? Nee, ich komme hier nicht so einfach rein. Aber das, den Weg werde ich ja finden. Wenn ich nur wüsste, wo ich anfangen soll zu suchen. Wenn ich da runtergehe, dann ballern die mir doch den Schädel weg. Ich könnte ja mal kurz das Ding in hier. Okay. Ein super tolle Scanner hier. Der bringt mich jetzt gerade nicht unbedingt sonderlich. Unbedingt sonderlich weiter. Wo ist denn mein Bettmobil? Dann mache ich kurz die ganzen Fahrzeuge da platt. Halt, hier war irgendwas. Was? Hier war gerade orange irgendwas. Hallo? Nicht. Ja, toll. Ich wollte schwimmen gehen. Okay, da sind sie unter mir. Hat er mich jetzt vielleicht zufällig an einem Punkt abgelassen, wo ich auch direkt rein kann? Nee, wa? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Ich gehe mal da hinten hin, da scheint ja irgendwie das alles doch etwas leichter zu sein, um es zu erreichen. Euch weg jetzt. Bam, Junge. Ihr habt einfach keine Chance. Hui. Hallo, mein Freund. Na? Kleiner Idiot. Dass sie sich auch immer wieder mit mir anlegen, ne? Der Kerl hat seinen Zweck erfüllt. Warum sollen wir ihn am Leben lassen? Vergeudet meiner Ansicht nach nur Ressourcen. Das mag eurer Ansicht ja so sein, aber ich werde mal ganz kurz reinkommen und euch zeigen, wie meine Ansicht ist. Ich kann die Arbeiter nur retten, wenn ich diese Wand einreiße.
Ich muss das Batmobil irgendwie reinbringen. Dachte, das wäre alles nur wegen Batman. Öffne den Haupteingang. Alter, den Haupteingang öffnen. So, pass auf, hier steht jetzt. Ich gehe nochmal hin. Stabiler Haken. War klar, dass ich Wache schieben muss. Muss ich jetzt von innen? Ich komme noch von innen hier gar nicht ran. Kann ich das Ding irgendwie aufmachen? Der Punkt ist da hinten. Gasmaske fühle ich mich sicherer. Ist das jetzt der erste Punkt, wo ich hin muss? Stell ich mich... Lasst mir mal in den Comments, ob ich mich gerade blöd anstelle. Seht ihr genau, was ich hier machen soll schon? Ich, irgendwie nicht. Hast du den Ausschlag im internen Router bemerkt? Keine Sorge, das ist nichts. Nur eine Macke. Okay, es hat also endlich begonnen. Phase 1 geht los. Ja, Gott sei Dank. Ich hab fast Mitleid mit den Jungs, die wochenlang auf der Erde fest sind. Oh, hier könnte ich rein. Hier sieht's gut aus. Multi-Angstanschau. Alter, die kriegen so schnell auf die Fresse, dass ich selbst mit den Augen kaum folgen kann. Stufenanstieg, Tab. So, den Batsuit verbessern. Oh, wir machen lieber ein paar schöne Kampfdinger, ne? Was haben wir hier? Erhöht die Zeitspanne, bevor eine von dir ergriffen. Ja, die ganzen Sachen kennen wir ja schon. Spezialkombi Multiboden ausschalten. Dann haben wir hier noch Batclaw Superbetäubung. Ich mach das mit dem Batclaw nicht so. Kann ich das downgraden oder was soll dieser Dings bedeuten? Nö. Das will ich alles nicht. Gehen wir mal einen zurück. Oh ne, das war falsch. Ausrüstungstechnologie, den Batsuit, Batmobile Waffen, Batsuit. Nahkampfpanzerung. Wir nehmen nochmal den. Wie gesagt, die ballern mich. Aus Origins weiß ich noch ganz genau, dass sie mich abgeballert haben, wie irre. Und das ging mir immer übel auf den Sack. Muss heute ja nicht unbedingt... Heute, genau. Nicht unbedingt wieder so sein. Mache ich jetzt damit den Schalter auf? Oracle, Sie haben einen der Arbeiter getötet. Verdammt! Wir müssen sie aufhalten. Hör zu. Ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offen gesendeten Funksprüche abhören. Danke, Oracle. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobil reinzubringen. Dafür bezahlen sie. Alle zusammen. Ja, das mache ich jetzt auch. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht darauf geachtet, ob der Typ noch lebt oder nicht. Es wäre jetzt... Zeit, den Wagen reinzubringen. Es wäre jetzt komplett an mir vorbeigegangen. So. Das Haupttor steht offen, macht euch bereit. Da kommt ein milliardenschwerer Panzer auf euch zu. Wir haben im Innenhof einen Diamondback stationiert, Sir. Den machen wir kalt. Was für ein naiver Optimismus. Dein 60mm Geschütz kann diese schwer gepanzerten Einheiten durchschlagen. Doch es wird mehrere direkte Treffer brauchen, um sie zu zerstören. Ich mach mir mal eben kurz eine Rampe, meine Freunde. Und dann komme ich wieder. Diesmal kriegt sie mich nicht. Oder nicht sofort. Ich lasse es auch nicht krachen. Ein bisschen Feuerwerk. Oh. Sir, er kam durch den Panzer durch, genau wie Sie sagten. Er sucht nach den Geiseln. Beschränkt den Funkverkehr aufs Minimum. Er belauscht uns sicher. Du hörst doch zu, Batman, nicht wahr? Dann hört ihr das an. An alle Einheiten in Gotham. Operation Erlöse hat begonnen. Jeder hat seine Rolle. Jeder kennt seine Rolle. Also geht raus in die verdammte Stadt und nehmt sie ein. Ich will, dass
ihr Gotham innerhalb der nächsten Stunde im Vogelgriff habt. Ich muss das mal ganz kurz analysieren. Kann ich mir die Winde da irgendwie ranholen? Ich wette, ich muss mal kurz aussteigen. Whoops. Hier war ich schon drin. Ist hier noch irgendein Schalter? Ne, ist keiner. Ich muss jetzt hier irgendwie weiterkommen. Boah, der Sound von dem... von der Karre ist so geil. Soll ich hier erst woanders hin? Ja, jetzt kann ich die tolle Kommissarsicht da nicht anmachen. Das war ja mal richtig schlecht. Wo soll ich denn lang? Hier sind überall die Typen. Er sagt mir keiner, ob ich irgendwo aussteigen soll oder... Ja. Zieldetails. Ich steig wieder aus. Das hat ja keinen Sinn. Batman ist hier, Angriff! Was ist der? Hui. Ich wusste es. Ich, keine Sorge, meine Freunde. Ich bringe mich nur noch mal kurz in andere Position. Bam, Junge. Ich hau euch so die Fresse platt. Ich habe einen kassiert. Ich glaub's nicht. Das passiert, wenn man Special Move aus... Ninjas! Keine Sorge, hier kriegt jeder das, was er möchte. Ich arbeite gerade mal ein bisschen mit dem Batarang. Oh. Der war fies, voll von hinten angestochen. Und die haben schon ein bisschen mehr drauf, die Types, ne? Ein bisschen reinfinden muss ich mich da auch noch in die Kampfsteuerung. Aber jetzt können wir ja, glaube ich, erstmal das Panel bewegen hier. Hui! So. Nein, ist ja gut. Kran schwenken, absenken. Okay, pass auf, ich muss den ja von da drüben muss ich da raufkommen. Ah, jetzt. Ah, schön. So müsste es ausreichen, ne? Wieder ab zum Bettmobil. Damit wir noch ein paar Fratzen aufreißen können. Hallo Baby, ich bin wieder da. So, wir müssen mal ein bisschen Gummi auf der Straße lassen, um darüber zu springen. Und ich würde sagen, oh yeah, es geht los. Ja.
Geschafft. Und diesmal nicht verkackt. So, es geht weiter. Die Drohnen haben Feindkontakt. Drüben in der Ladung. Ihr kriegt alle locker was, wenn ihr wollt. Klar, ihr kriegt alle. Ich bin ja nicht so der Typ, der nebenher noch die 1 drücken kann, andauernd. Na. Triff. Oh, Alter. Ich wollte doch sagen, triff mich doch, da trifft der dann auch noch, der kleine, dreckige Sack hier, ne? Sir, die Panzer sind wirkungslos gegen das Fahrzeug. Seine Offensivfähigkeit ist viel stärker als erwartet. Hat keine Zeit verschwendet. Nö, dazu auch. Oh Gott, er hat die Panzer zerstört. Hey, keine Sorge, wir haben noch mehr. Aber nicht hier. Nicht im Moment. Was, wenn er hier hochkommt? Ich habe keine Angst. Loading Dog. Ich glaube, der ist der Größte. Stimmt nicht. Seine Zeit läuft ab. Was hat er jetzt gemacht? Was machen wir jetzt? Wir warten. Auf was? Da oben sind sie drin. Hier sind wir allein. Das Ziel. Er schaltet. Hallo? Ey, Alter, willst du mich verarschen? Hält der mich hier von hinten fest? Auf die Fresse, wenn du willst, kriegst du ganz schnell, mein Freund. Bäh. Einmal kurz gegens Knie getreten. Oh. Splitterfaserbruch. So. So sieht's aus, wenn Batman keine Donuts kriegt. Und hier liegen einfach keine Donuts rum, ne? Ich könnte kotzen. Nicht einer. Soll ich hier wieder irgendwas machen? Ist hier ein Panel? Darf ich was drücken? Lasst mich was drücken. Hier sieht's gut aus. Oder auch nicht. Eine Tasse Kaffee wäre auch schön. Ja, nee. Da ist ein Panel. Benutzt das Explosiv-Geh. Ach ja. Guck mal, das gibt's ja auch noch. Rechts halten. Und? Dann macht er wieder sein... Er macht's wieder. Okay, kurz aus dem Weg gehen. Damit wir bei der Sprengung auch keinen Splitter ins Auge bekommen. Oh, gerade noch so gut gegangen. Ich habe auch die Batman-Anti-Splitter-Brille auf. Oh, da liegt schon wieder ein Toter. Fuck. Jetzt sind es schon 2 tote Arbeiter. Ich hätte das verhindern sollen. Aber wie hätten wir das denn machen sollen, Betty? Batman, hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Sie hat recht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast. Also tu's. Das kann warten. Kann es nicht. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben, bevor es schlimmer wird. Viel schlimmer. Du solltest nicht so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Denkst du, ich will ihn da draußen in Gefahr sehen? Das Gegenteil wäre mir lieber. Aber er kann... Wenn Robin diese Menschen nicht retten kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrows Bombe. Ja, mal ein kurzer Einwand. Ihr habt den Robin gerade gesehen, ne? Mir ist es beim ersten Mal schon aufgefallen. Der sieht doch aus, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Teil von Batman das ist. Batman und Robin wahrscheinlich. Aber den Film, wer auch immer ihn von euch geguckt hat, versucht euch doch mal das Gesicht vorzustellen, oder? Das haben die übernommen. Das ist der Schauspieler oder beziehungsweise die computertomografische Nachbildung von dem Typen. Was? Benutzen. Danger! Oh, da steht gefährlich drauf, Batman. Bist du verrückt? Elektriker ist er auch noch. Gucke an. Was denn nicht alles drauf hat, der Junge? Oh, guck mal. Nochmal was zum kaputt machen. Hauptsache immer schön das Logo versprühen. Könnte man mein Logo dahin sprühen. So, was haben wir hier Schönes? Das sieht aus wie irgendwas, was ich abschalten sollte.
Wenn tiefer eine Gasleitung mit gefährlichem Gasgewisch kann mit der Winde abgerissen werden. Naja, dann würde ich sagen, hallo Winde. Ach, da ist Batman. Und ab. Na komm. Ein geileres Fahrzeug gibt es ja auch wohl nicht, wa? So, das heißt, ich kann jetzt hier durchlaufen. Flip. Toter Nummer 3. Scheiße. Diese Tiere werden dafür bezahlen. Wir werden sie aufhalten. Das machen wir doch immer, oder? Nochmal Elektriker spielen, mein Freund. Oh, zufällig wieder dieselben Kabel. Sei vorsichtig. Also, ich muss mir das merken. Gelb und Blau immer zusammenstecken. An alle Bodeneinheiten. Founders Island ist unter Kontrolle. Wachtürme und Checkpoints sind voll betriebsfähig. Ich will Kampfeinheiten auf mir gar nicht sehen. Eine Drohne in jeder einzelnen Seitengasse. Jetzt habe ich das Ding aufgemacht. Whoop. Wenn ich den Arbeiter erreichen will, muss ich den Aufzug irgendwie bewegen. Und das kriege ich wieder hin mit... mit meinem... Batmobil? Bewege ich ihn denn jetzt wenigstens in die richtige Richtung? Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Noch weiter fährt der Fahrstuhl. Ja, ich hab's verstanden. Man muss es doch mal ausprobieren. Okay, ich muss nach unten. Oder auch nicht. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Hä? Also meinst du, so blöd kann ich doch nicht sein. Was ist denn? Warum gehst du da oben rauf? Geh doch mal da unten rein. Sehr schön. Und jetzt muss ich nämlich wieder zu meiner Fernsteuerung hier. So. Keine gute Idee, den Aufzug fallen zu lassen, wenn ich drin bin. Ach, meinst du? Das kriegst du schon irgendwie hin. Hallo, meine Freunde. Scheiße, wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Wie komm... Scheiße, warum komme ich denn da nicht rein? Da oben. Beeil dich mal ein bisschen, Betty. Junge. Dieser Neid-Typ. Zieh! Jetzt kriegt ihr wieder auf die Fresse. Die schleichen sich immer von hinten an, diese kleinen Kackviecher, ne? Sag mal, ich krieg's schon wieder nicht hin, die Konter richtig zu timen, ne? Da wieder nicht. Was
Alter. Huch. Ich sag es euch, ich kann die rechte Maustaste drücken, wie ich will. Diese tollen kleinen Quatschköppe gehen mir jetzt schon richtig auf den Sack. Ich brauche mehr Kampfsachen. Aber ich kann keine auswählen. Was haben wir denn dann? Der Bad Suit könnte rein theoretisch mehr Ausrüstung. Ausrüstungstechnologie. Hier ist auch wieder nichts Neues. Ah, die Batarang-Kacke da. Ich mag das nicht. Nicht fernsteuern, ich stehe auf Nahkampf. Na, vielleicht hat das Batmobil noch. Was haben wir hier? Verstärkt die Panzerung. Verstecke ich einfach mal das. Mit meinem Batmobil bin ich auch gern unterwegs. Mit Betsy. So. Sie sind in Sicherheit. Du kennst nicht mal die halbe Wahrheit, Batman. Bleiben Sie ruhig und sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie haben das Werk stundenlang betrieben. Sie haben Trucks herbeigeschafft. Waffen, Soldaten, Ladungen hochgefährlichen Materials. Sie wussten genau, was sie tun. Er produziert Unmengen von seinem Toxin. Es ist übel. Richtig übel. Wir reden hier von einer Gaswolke, die die ganze Ostküste bedecken könnte. Wo finde ich Scarecrow? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seinen Plan durchzieht und eine verdammte Armee im Rücken hat. Wir sind geliefert, Batman. Ich werde ihn aufhalten, aber erst bringe ich Sie hier raus. Gehen Sie zum Fahrstuhl. Hast du Scarecrow gefunden? Noch nicht. Es ist schlimmer als gedacht. Wie viel schlimmer kann es sein? Er baut eine Bombe, mit der er die ganze Ostküste mit Angsttoxin überziehen kann. Verschwindet von hier. Riegelt das GCPD ab. Bleibt im Gebäude. Ich werde meine Männer abziehen, aber ich gehe nirgendwo hin. Bring jeden, den du findest, zu mir. Jim, es ist zu gefährlich. Du hältst ihn auf, das weiß ich. Jim hat ziemlich viel Vertrauen in uns. Tja. Wenn der wüsste, dass ich schon einen Arbeitstag hinter mir habe. Mal gucken, ob meine Auffassungsgabe noch so gut ist, dass ich das auch schaffe. Zufriedenstellend. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Er sollte zum Fahrstuhl laufen. Ich tue was? Gehe ich jetzt den Weg wieder zurück? Oh Gott. Wir stecken hier unten fest. Das ist der einzige Weg hier raus und der ist Schrott. Ist er nicht. Er bewegt sich. Wie machst du das? Ach egal. Ich bin nur froh, hier raus zu können. So, dann geh. Alfred. Habe ich gesehen, Sir. Erstes Grenzsignal, dass das Fahrzeug unbemannt ist und ferngesteuert wird. Waffensicherung deaktiviert. Na komm schon, du Held! Sieh mir doch mal, ob du mithalten kannst! Scheiße! Oh, der Typ mit seinem Kakeli schießt hier auch noch Bomben auf mich. Das ist nur der erste von vielen. Ist nicht sein Scheiß ernst, was er hier gerade veranstaltet, oder? Wo ist er? Junge, ich geb dir so auf die Mütze. Das glaubst du gar nicht. Du hast dein Biss noch nicht verloren. Gut. Das macht die Sache doch sehr viel interessanter. Ich könnte dabei sein, doch dann würdest du nicht nur zurücknehmen. Oh, mit meinen Raketen werde ich dir deinen Anus sowas von weit aufreißen. Das hast du noch nicht erlebt, du Spinner. Danach können wir bei dir eine Ghetto-Party feiern.
Na, wie lebt sich mit so einem riesen Loch im Arsch? Du hast noch nicht gewonnen! Heute Nacht bezahlst du für alles! Master Bruce, die ganze Stadt ist voller Milizpanzer. Gotham wurde überrannt. Wenn ich Scarecrows Bombe nicht entschärfe, wird es keine Stadt mehr zu retten geben. So, wir müssen jetzt hier weg. Jetzt ist die Frage, wie bin ich hierher gekommen? Ach, da lang. Sieh dir deine Stadt an. Verlassen von denen, die in Angst flohen. Zerrissen durch die, die nirgendwo hinkommen. Ich will nicht ins Bett. Alter. Ich wollte den Aufzug benutzen, damit ich weiterfahren kann. Der kleine feige Sack. Versucht er ernsthaft mit so einem ferngesteuerten kleinen Mini-Fuck-Ding. Zum Glück geht das hier. Bei jedem Autorennspiel wäre ich wieder am Arsch. Welch geile Sequenz. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Das ist noch nicht vorbei, Jim. Ich gehe die anderen holen. Ich gehe andere holen? Da hinten war ja auch noch einer. Oder sollte ich da jetzt hinfahren? Alle verbleibenden Einheiten, Evakuierung in 10 bis 20 Minuten. Ach, das ist ja... Ach, scheiße, das ist diese fucking... dreckigen Kacktür hier, oder nicht? Hm? Leute? Wo soll ich denn hin? Jetzt bin ich einmal quer drum rumgelaufen. Ich kann die Arbeiter nur retten, wenn ich diese Wand einreiße. Ich muss das Batmobil irgendwie reinbringen. Vergeudet meiner Ansicht nach nur Ressourcen. Wie soll ich denn das da reinbringen? Ja, einfach mal da reinfahren. Gibt es heute, liebe Leute. Mach mich los, bitte. Wo bist du denn? Da, warte, ich komm. Ich komm. Ein Glück bist du hier. Wir sind rein. Los, los, los! Verteilt euch! Da ist er ja, unser kleiner feiger Sack. Lass die Waffen auf ihn gerichtet. Wenn er den Anschein erweckt, als wolle er den Raum verlassen, eröffnet das Feuer. Oh, aber nicht aufs Bat-Symbol. Das ist ein kleiner Trick. Dort ist die Panzerung am stärksten. Zielt erst auf die Schwachstellen an den Schultern, dann dorthin, wo die Platten zusammentreffen. Bitte. Hast du was gesagt? Lass ihn aus dem Spiel. Immer die Schwachen und Hilflosen verteidigen. Das mag ich an dir. So vorhersehbar. Deshalb werden wir gewinnen. Wir kennen deine Züge, bevor du sie kennst. Wir wissen, wie du denkst. Dann weißt du sicher auch, was ich jetzt denke. Natürlich. Du überlegst, wer zur Hölle ist dieser Kerl? Nein. Ich überlege gerade, wen von euch ich zuerst ausschalte. Nur damit wir uns verstehen, ich habe
ernsthaft vor, dich zu töten. Aber vorher will ich dich leiden sehen. Haben die Zielpersonen. Sag das Zauberwort und ich bringe es zu Ende. Gotham wird unser sein. Du verstehst nicht. Bei diesem Kerl... Sag das Zauberwort und der Freak stirbt. Was muss ich jetzt machen? Das wirst du bereuen. Aufstandsbekämpfung aktivieren. Drück ich. So, für den Rest habe ich jetzt hier noch eine kurze Ladung. Es geht jetzt hier kurz noch mal ein bisschen ab. Könnte Kopfschmerzen geben. Ich hoffe, ihr habt Aspirin dabei. Wow, du fährst ein Panzer? Das Ding ist der Hammer. Schon gut. Sie sind sicher. Du kommst zu spät. Wir sind so gut wie tot. Du weißt von der Bombe, die er baut, oder? Wo ist er? Ich habe gehört, er sei in der zentralen Mischkammer. Du weißt, was das heißt. Er bereitet die Freisetzung des Toxins vor. Ich habe gesehen, was es mit den Leuten anstellt. Wenn das Gas entweicht, gibt es Chaos. Das werde ich nicht zulassen. Warten Sie beim Batmobil. Ich bringe Sie hier raus. Jim, der zweite Arbeiter ist gerettet. Ich komme zu dir. Was ist mit Scarecrow? Er ist in der zentralen Mischkammer. Sobald die Techniker sicher sind, schnappe ich ihn mir. Ist es so schlimm, wie es klingt? Schlimmer. Aber ich stoppe ihn. Du hast mein Wort. Ja, liebe Leute. Ich glaube... Ich bring den... Halten Sie durch. Ich bring Sie zu Commissioner Gordon. Den bringen wir nochmal eben schnell auf die Brücke. Scarecrow bereitet die Bombe in der zentralen Mischkammer vor. Ich brauche einen Weg rein. Und zwar jetzt. Ich arbeite dran, aber es wird ein paar Minuten dauern. Finde ihn, Barbara. Geduld ist eine Tugend. Schon mal gehört, oder? Halt mal, ich fahre jetzt gerade falsch. Mensch, fahr doch nicht dagegen. Oh yeah. Diese beiden hatten Glück. Scarecrows Männer haben die anderen Arbeiter getötet. Mistkerle. Bring sie aufs Revier, aber sei vorsichtig, Jim. Die Miliz ist überall in Gotham. Was willst du machen? Ich werde Crane zeigen, was passiert, wenn er sich mit meiner Stadt anlegt. Und an dieser Stelle, meine Freunde, sage ich danke fürs Zuschauen. Fand's cool, was wieder abgelaufen ist. Hammer, die Story haut mich immer wieder um. Lasst mir doch mal in den Comments, wie ihr die ganze Story findet bisher. Auf jeden Fall Potenzial. Ich bin richtig süchtig, weiter zu zocken. Wird auch bald weitergehen. Ja, ansonsten würde ich sagen, lasst mir doch, wenn ihr wollt, einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, um keine Folge zu verpassen. Und natürlich auch, um die anderen Videos nicht zu verpassen, die ich hier noch auf meinem Kanal mache. Ja, und ansonsten wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.